Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Folge Amnesia The Dark Descent, wo wir mittlerweile, wie ich finde, je weiter wir uns diesem Heiligtum nähren, desto kranker wird dieses ganze Spiel in meinen Augen. Und wir haben ja jetzt hier im letzten Part, ja, so ziemlich zum Schluss war das gewesen, ja, da haben wir hier noch so ein Teer gefunden und gesagt, ja, wollen wir noch mal schauen, ob wir das vielleicht jetzt ins Park vielleicht gleich noch gebrauchen können. Und hier kommen wir. Nein. Da ist auf jeden Fall eine Maschine, aber wir kommen hier gar nicht durch. Verdammte Axt. Okay, wir wissen aber noch, dass wir noch zwei Wege haben. Wir müssen hier natürlich extremst aufpassen, weil hier auch wieder so ein Monstrum umher geistert. Ich würde sagen, die Tür nehmen wir nachher zum Schluss. Wir gehen jetzt erstmal hinten gucken, da ist die Tür nämlich schon auf. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir hier jetzt nicht direkt auf das Monster treffen werden. Nein, das sieht momentan, das ist relativ ruhig hier eigentlich alles wieder, ne? Das ist komisch. Die zerbrochene Kugel. Ach du großer Gott. Dicker Schinken. Gott, oh Gott, die ist jetzt 6 Teile. Warum ist sie jetzt in 6 Teile? Ach du großer Gott, ach du Scheiße. Ja. Viel länger wir wohl noch am Leben bleiben können. Und die Kugel, wie wir eben schon gelesen haben, die ist in 6 Teile. Und wir haben von der Kugel ja noch gar nichts gefunden, ne? Aha. Ja. Ein Hölzner-Eimer. Ja, mit klebrigem Teer. Aber jetzt, da wir hier tatsächlich irgendwie schon ein Stück gefunden haben von der Kugel. Fehlanzeige. Oh nein, was sind das jetzt für eine große Räumlichkeiten? Das ist ja der Hammer. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Lampenöl, sehr gut. Was ist denn hier los? Da kommen wir gar nicht rüber. Das heißt, wir kommen hier wahrscheinlich auch gar nicht runter, ne? Ne, ist ja auch sowieso ein bisschen. Was denn? Was denn nun? Hä? Was war denn das eben? Wieso sind wir hier gestorben? Alter, ich hab mich voll erschrocken. Warum sind wir denn hier eben gestorben? Hier ist auch. Man findet ja wirklich gar nichts von der. Ich frage mich gerade echt, warum wir jetzt überhaupt gestorben sind. Hier haben wir auch nichts weiter. Nein. Hier haben wir nochmal ein bisschen Zunder. Momentan sieht das ja leuchtmäßig ganz gut aus bei uns. Ne? 7-mal Zunder und 2-mal Öl haben wir noch zum Nachfüllen. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Okay, jetzt würde ich sagen. Gehen was an, Leute. Wir gehen jetzt da hinten hin. Zur Mitte. Ich hoffe nur, dass diese Tür nicht zu ist, aber das glaube ich weniger, weil wir würden ja jetzt hier sonst gar nicht so weiterkommen, ne? Ja, finde einen Weg. Da sind wir.
Was ist das denn? Da sind wir ja bei. Was ist das hier? Aha. Halbförmige Oberseite. Was ist das hier? Alter! Daniel, bleib ruhig, alles ist gut. Was hast du dir denn notiert, mein Kleiner? Ja, in die eine Kugel passen könnte, da muss die wahrscheinlich rein, das ist mir schon klar. Alter, jetzt haben wir hier aber wirklich eine Menge notiert schon. Ja. Vermutlich müssen wir die Kugel erst finden. Die dann hier reinlegen und dann wird vermutlich hier dieser, ja, dieser Strom abgeschaltet, aber uns geht gar nicht gut, ne? Eieieiei, kommen hier nochmal zwei. Gut, alles gut, alles gut. Aber wie sollen wir jetzt überhaupt hier weiterkommen? Die Tür da hinten war ja zu, ne? Und mit dem Teer hätten wir jetzt ja gar nichts. Is this guilt time, missing Daniel? If so, blame yourself. You started this. You sent me that letter asking for help, and this is how you repay me. How dare you? Brief. Daniel, beruhig dich wieder, bitte. Ich möchte jetzt doch ganz gerne. Daniel, jetzt ist doch wieder gut. Ich möchte doch jetzt ganz gerne hier hinten erstmal hingucken. Vielleicht können wir das ja hier doch schon irgendwie benutzen mit dem Teer. Aber das würde gar keinen Sinn machen, ne? Wo ist denn der Teerpot? Hier. Nein. War ja eigentlich schon auch klar. Boah, uns geht echt gar nicht gut. Gar nicht gut. Was sagt denn der Geist? Der geistige Zustand. Ach so, sind nur noch drei Punkte, aha. Ist gar nicht mehr zu erklären, wie es uns gerade geht. Irgendwas müssen wir doch da hinten jetzt bei den Hebeln denn machen, oder nicht? Weil hier kommen wir ja tatsächlich jetzt wirklich gar nicht weiter. Wir gehen einfach nochmal zurück. Ich möchte mich hier doch nochmal ganz gerne umschauen. Weil wir müssen ja hier irgendwie... Hauptschiff. Oder wir gehen nochmal zu den Typen zurück, der da hing. Den sollten wir irgendwie so eine Nachricht suchen, ne? Ich bin jetzt gerade tatsächlich ein bisschen am Grübeln, wie wir das jetzt hier machen sollen mit den Hebeln. Wir müssen ja auf jeden Fall was reparieren, aber hier war ja auch nichts weiter, ne? Die Zellen waren leer soweit. Ah, you again. To me, I'm Heinrich Cornelius Agrippa. I was once quite important to you. Baron Alexander has sustained my soul in this dead heart for years. Who knows how many? Hundreds, I presume. Okay, aber hier haben wir ja auch nichts weiter jetzt. Er hat uns jetzt auch nicht irgendwie weiter sagen können. Alexander is quite impressive in many ways, but he has grown impatient. Ja, ungeduldig sei geworden. Okay, Leute, wir gehen auf jeden Fall jetzt doch nochmal tatsächlich zurück zu diesen Hebeln hier. Es bleibt ja gar nicht weiter übrig. Wo war das überhaupt? War das so weit hier vorne? Echt, man, dann würden wir jetzt ja wieder sogar hochlaufen, ne? Ich kann mir jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht wirklich vorstellen, dass uns das was bringt. Aber was soll ich denn machen? Irgendwo müssen wir ja erstmal wieder hin und gucken. Daniel, bleib ruhig, hier ist doch wieder Licht. Hier ist doch wieder Licht. Die eine Tür war auf jeden Fall auch noch zu, ne? Und hier ist es zugeschüttet. Wieder mal.
wieder mal zugeschüttet. Und runter würden wir auch gar nicht mehr kommen. Haben wir schon probiert. Und die ist zu, ne? Genau, die rührt sich nicht. Dann war das also hier mit den Hebeln. Wir füllen nochmal auf. Das Fass enthält kein Öl. Okay. Ist jetzt also leer. Die Laterne ist wieder voll. Aber wie können wir die denn jetzt hier instand setzen? Das müssen wir doch direkt hier machen, oder nicht? Hier sind jetzt mehrere Rohre, die jetzt irgendwie noch... Ah, warte mal. Nee, doch nicht. Ich habe gedacht, wir können hier vielleicht dran drehen, aber... Wir können jetzt hier gar nichts machen, ne? Huch. Ja, etwas scheint mit der Maschine nicht zu stimmen, aber... Aber was? Das muss doch hier irgendwo gehen, oder nicht? Das kann ja eigentlich nicht. Hm. Ja, Leute, verzeiht mir, wenn jetzt hier gerade wieder ein bisschen Wirrwarr ist und ich hier tatsächlich wieder nicht so wirklich weiterkomme. Komm, warte mal. Kommen wir... Würden wir hier hochkommen, aber da würde uns wahrscheinlich eh nichts bringen, oder? Nee. Würde uns gar nichts bringen. Hier hätten wir wahrscheinlich ein schönes Versteck gehabt, um uns zu. Vor dem Monster zu fliehen, aber. So bringt uns halt jetzt gar nichts. Gut. Naja. Dann müssen wir ja doch irgendwie was. Da war zugenagelt, richtig. Mach hier einfach nochmal ein bisschen Licht an. Einfach nur, damit wir hier ein bisschen. By me, I'm the next best thing. Alexander really wanted. None other than Johann Meyer. You never heard of Johann Meyer? My God, boy, he's probably the greatest man in history, and you don't know him? Or is it the world who has forgotten him? Oder hat die Welt ihn vergessen? Haben wir denn vielleicht die Notiz schon gefunden? Den hätte er ja schon was gesagt, ne? Hier können wir doch aber so auch gar nicht weiter machen. Und das sind diese riesigen Türen, die... ebenfalls versperrt sind. Wo müssen wir denn? Wir müssen doch definitiv diese olle Maschine erstmal irgendwie reparieren, oder nicht? Also diese, damit wir diese Hebel wieder benutzen können überhaupt. Und hier war ja auch nichts weiter. Die Zellen waren leer. Bloß, ob wir da halt ein bisschen Zunder gefunden haben, aber sonst war doch jetzt tatsächlich nichts. Gar nichts. Nee. Hier ist gar nichts weiter. Hm. Das heißt, wir müssen ja da zurück in dieser großen Haupthalle. Alter. Jetzt renne ich da schon zum dritten Mal hin. Ja, ist alles ein bisschen komplizierter manchmal. Manchmal steigt man auch nicht direkt dahinter. Warte mal, ich überlege gerade, ob wir vielleicht was hätten können mit dem Teer machen bei dem Typ, der da hing. Aber das glaube ich auch eher weniger, oder? Teer, was soll der mit Teer? Wäre eigentlich völliger Blödsinn. Wir waren auch hier noch gar nicht bei dieser Tür dran, ne? Aber die wird ebenfalls zu sein. Ja. Dachte ich mir schon. Haben wir jetzt vielleicht noch das Glück, dass er noch immer weg ist? Das sieht ja ganz danach aus, aber... Wir können doch gar nichts weiter machen jetzt hier. Hier geht's auch nirgendwo hoch. Da haben wir das Teer gefunden. Da war, soweit ich weiß, gar nichts großartig.
weiß ich nicht, wir können doch eigentlich nur da dann was machen, oder nicht? Alter, wie riesig das jetzt hier auch ist, bitteschön, ne? Das ist ja Wahnsinn, ist das, Alter. Ich probier das jetzt hier mal aus mit dem Teer, einfach. Hier ist ja auch nichts weiter zu sehen, hier ist irgendwo ein Hebel und... Nein, gib mir mal den Eimer mit Teer. Nein. Ernsthaft jetzt? Und jetzt? Warte mal, kreisförmig. Haben wir hier irgendwas kreisförmiges? Oder müssen wir da vielleicht sogar rein? Nee. Okay, da mit dem Teer war schon mal ganz gut so. War schon mal richtig. Warte mal, Teer. Und wir haben noch eine hölzerne Kurbel. Nein. Glaskugel? Nein. Ja, sonst habe ich ja gar nicht mehr weiter. Nein, scheiße. Aber das fällt mir jetzt auch gerade in. Wir haben ja noch diesen Hebel, diesen hölzernen Hebel. Okay, da mit dem Teer war das schon mal ganz richtig. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass das richtig ist. Und hier hinten war ja, wie ich eben schon sagte, eigentlich gar nichts weiter, ne? Aber vielleicht können wir da ja doch irgendwas mit dem Hebel anfangen. Irgendwas müssen wir doch hier machen können, oder nicht? Das ist doch hier nicht umsonst. Und das ist noch immer der Raum, wo ich mich frage, warum wir überhaupt gestorben sind. Warte mal, frisches Fleisch. Hier ist alles voll Blut. Nein, auch nicht. Verdammt. Was müssen wir denn hier jetzt machen zum Teufel? Wir haben jetzt auch gar keinen weiteren Hinweis hier, ne? Nichts. Huch. Was ist denn das hier? Ein Teppich? Ja, ein Teppich, ja, aber... Das bringt mir herzlich wenig. Gib mir mal diese... Da, hast du. Nicht gut? Nein? Scheiße, scheiße. Ist doch doof, ist das gerade? Das ist echt doof gerade. Wer mich fragt. Weiter. Was ist denn mit dieser Rüstung hier? Können wir da vielleicht? Nein, können wir auch nicht. Was sollen wir denn jetzt hier machen zum Teufel? Und für was haben wir diesen komischen Glaskrug jetzt überhaupt noch? Der ist leer, ja. Wir müssen da doch definitiv noch irgendwas reinfüllen. Bloß was? Das ist hier die Frage. Was müssen wir da reinfüllen? Da hinten war das mit dem... Genau, mit dem Tor. Ach nee, da geht's zurück. Irgendwas muss doch hier funktionieren mit diesem komischen Tor auch, oder nicht? Wir müssen da doch irgendwie durchkommen. Weil bei diesen Hebeln vorne weiter... Da konnten wir ja nur auch gar nichts machen. Wir müssen doch hier irgendwie was machen können jetzt, oder nicht? Mal wieder diverse Rohre, aber... Auch hier weiß ich jetzt tatsächlich nicht, was ich... Irgendwas muss man doch hier machen. Vielleicht können wir den Hebel ja hier benutzen. Den aus Holz. Nein, können wir nicht. Was sagt er uns denn hier genau? Lässt sich nicht bewegen. Irgendwie müssen wir auf jeden Fall dahin. Da müssen wir nämlich die Maschine dann reparieren, um diese Hebel wieder aktivieren. Vielleicht weiß sie. Was weiß sie? Vielleicht. Gib mir mal den Hammer.
hau da jetzt gegen. Bringt gar nichts. Dachte ich mir aber schon, dass das nichts bringt. Aber Leute, ich glaube, wir werden dann wieder so machen, dass ich erstmal wieder ein bisschen rumprobieren werde. Und, was ist das denn? Okay, ja, das ist gar nichts. Wir werden das, glaube ich, so machen, dass ich erstmal wieder ein bisschen rumprobieren werde. Und, im nächsten Part werden wir dann ja sehen, wie es weitergeht. Hoffe ich jedenfalls mal, dass ich das hier irgendwie rauskriegen werde. Und, ja, bis dahin, seid vorerst wieder. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.